Willkommen zurück. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so viele Gesichter hat wie James Coon. An manchen Tagen ist der 49-Jährige eine wohlgeformte Blondine. An anderen verwandelt er sein Gesicht in einen Bodybuilder. Die coolste Nummer ist allerdings der Papagei, der zu Michael Jackson Musik tanzen kann, finde ich. Sandra Lange mit ganz außergewöhnlichen Bildern. James Coon geht nie ins Fitnessstudio. Und trotzdem hat er beeindruckend trainierte Muskeln im Gesicht. Jeder Mensch hat viele Gesichter, aber James Coon hat mehr. Der 49-Jährige ist Gesichtsmaler, lebt in Michigan und kam durch einen Zufall auf die Idee, seinen Kopf voll zu pinseln. Ich war eingeschneit und kam nicht zu meiner Arbeit als Theatermaskenbildner. Da habe ich angefangen, zu Hause mit meinem Make-up zu experimentieren. Einfache Motive malt James mit farbigem Spezial-Make-up in einer halben Stunde. Schwierige Gesichter dauern bis zu 2 Stunden. 700 Bilder hat er schon ausprobiert. Ein Jahr lang malte er sogar jeden Tag ein neues Gesicht auf sein Gesicht. Ich male alles spiegelverkehrt. Im Spiegel sehe ich genau das Gegenteil von dem, was ihr seht. Ich mag es, die Leute zu verwirren. Sie sollen nicht auf den ersten Blick kapieren, was ich gemacht habe. Die Nase spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich gucke immer, ob ich sie verstecken oder etwas aus ihr machen kann. Und diesmal ist sie in meinem Po. On purpose. And so I thought, well, I guess I could make a butt out of my nose. Und dann beginnt James' verrückte Gesichtsakrobatik. Üben muss er das nicht. Er ist ein Naturtalent. Und während Mondgesicht und Dickkopf sonst Schimpfwörter sind, sind sie James' Arbeitsgrundlage. Mit ihnen erzeugt er zum Teil irre Effekte. Als Papagei bin ich echt gut. Ich habe mir die Bewegungen von einem Video abgeschaut, in dem ein Papagei zu Michael Jackson tanzt. Queen Elizabeth ist auch sehr lustig. Ich habe einen Großteil meines Gesichts schwarz gemalt und ihren dünnen Hals auf meinen dicken. Ihr Gesicht endet über meinem Kinn und wenn ich mein Gesicht verzerre, bewegt sich ihres total komisch. Ich habe nicht geahnt, wie komisch es aussehen wird. Wir haben James ein deutsches Motiv mitgebracht. Da er Kunst studiert hat, kann er ohne große Vorbereitung loslegen. Ein Blick auf die Skizze und der Rest ergibt sich während des Schminkens. Und erkannt, James führt stolz den tanzenden Berliner Bär vor. Der Amerikaner hat Fans in aller Welt. Für sie filmt er ein Video von jedem Motiv und stellt es ins Internet. Live wie heute erleben ihn nur die wenigsten. Es ist unglaublich, wie er das macht. Ich kenne keinen, der so etwas mit seinem Gesicht kann. Es ist eine richtig kleine Show. Ich würde so nicht rumlaufen wollen. Das ist doch merkwürdig. Ich habe viele Gesichter. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage im Internet. Das bin ich als Vogel. Es dauert eine Weile, es zu verstehen. Erst ist es ein Schock, aber je länger ich ihn anschaue, desto mehr sehe ich, wie toll es ist. Doch obwohl James ein Meister seines Fachs ist, arbeitet der 49-Jährige hauptberuflich als Busfahrer. Denn mit seinen Gesichtsbildern verdient er leider kein Geld. Für mich ist es nicht wichtig, sie zu verkaufen. Sie sind meine Herzensangelegenheit. Ein wahrer Künstler macht das, was er will, unabhängig davon, ob es Geld bringt. In nur 2 Minuten gehen 2 Stunden Arbeit den Abfluss runter. Aber im Kopf hat James natürlich schon die nächste Idee.